Hallo liebe Filmfreunde und Filmfreaks da draußen, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum neuen Unboxing-Video. Ja, ich hatte es gesagt im letzten Video, das Unboxing, das wird heute jetzt, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen spezieller, weil da wirklich die Gemüter geteilter Meinung sind. Und ich werde dann halt auch mal meine Meinung dazu äußern. Es geht heute um das Mediabook von Rob Zombies Halloween aus dem Jahre 2007. Von Leonine oder Leonine. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn, dann korrigiert mich ruhig mal in den Kommentaren. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der richtige krasse Fan von dem Film. Muss ich ehrlich sagen. Er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist jetzt für mich jetzt nicht mit einer der besten von der Reihe. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Was ich halt gut finde, ist halt ganz einfach, dass Rob Zombie mehr zeigt von Michael Myers als Kind. Ich fand auch die Gestaltung von der Maske fand ich gut. Die Kill-Szenen waren jetzt auch nicht verkehrt. Es gab aber so ein paar Punkte, die mir da jetzt nicht so richtig jetzt gefallen haben. Alleine wie er das jetzt so darstellt. Weil wir wissen es ja halt alle. Vorsicht jetzt am Rande, kleiner Spoiler für diejenigen, die den Film noch nicht kennen sollten. Mal ganz kurz. Was mir halt nicht gefallen hat. Wir wissen ja im Original jagt Michael Myers Laurie Strode, will sie töten. Und hier in diesem Film, sprich im Remake, will er sie, sagen wir mal, beschützen. Er will sie nicht töten oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was er eigentlich mit ihr vorhat. Das war mir nicht so richtig ganz klar gewesen. Und das ist das, was mir auch jetzt nicht so krass gefallen hat, so von der Handlung her. Schauspielerische Leistung, einige waren gut, einige fand ich jetzt nicht so sonderlich gut. Ist in Ordnung. Mir hat jetzt auch jetzt nicht so krass die Aufmachung von Michael Myers gefallen, weil in den Originalfilmen oder sprich einfach in den älteren Filmen kennt man ihn halt mit normaler Statur. Er fällt halt in der Menschenmasse nicht auf. Und beim Remake sieht er wirklich, keine Ahnung, aus wie so ein 2-Meter-Riese. Fällt natürlich übelst krass auf, auch durch die langen Haare, dass er aussieht wie ein langhaariger Bombenleger. Muss ich einfach so sagen. Entschuldigung. Ist meine Meinung. Aber im Groben und Ganzen kann man sich den Film angucken. Und ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, ja, wenn du den Film nicht so überspektakel findest, warum hast du dir dann das Mediabook jetzt geholt? Einfach aus dem Grund, ich möchte dem Film nochmal eine Chance geben. Ich finde, jeder Film hat trotzdem nochmal eine zweite Chance verdient, auch wenn man ihn jetzt beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal sichten jetzt nicht so gut fand. War beim anderen Film bei mir genau das gleiche. Bei Leprechaun 4 fand ich beim ersten Mal nicht so gut. Jetzt geht auch für mich gerade so durch. Ist für mich jetzt auf jeden Fall in Ordnung. Und ich denke, hier bei diesem Film wird es jetzt das Gleiche sein. Möchte jetzt halt einfach auch mal mir den Director's Cut reinziehen und halt die Kinoversion auch nochmal angucken. So, aber viele bemängeln ja halt bei diesem Mediabook die Größe. Ja, wenn man natürlich alle Mediabooks zusammen hat, kann ich das voll und ganz verstehen. Es passt dann halt einheitlich nicht mehr komplett zusammen. Wenn man jetzt die alle von NSM hat, alle natürlich die normale Standardgröße und dann halt dann hier dieses kleine dann da so mit da rein, sieht jetzt nicht so pralle aus, kann ich verstehen. Aber man muss sich natürlich drauf einlassen, weil es ist bekannt, es ist ein kleines, dass man sich damit dann halt einfach abfinden muss. Man muss sich drauf einlassen. Und wenn man sagt, nein, mir gefallen die Kleinen überhaupt nicht, dann sage ich hier an dieser Stelle, kauft es nicht. Dann kauft es nicht, dann lasst wirklich die Finger davon. So, es ist ja jetzt eine Neuauflage. Es gab ja schon mal Mediabooks von Illusions. Sprecher Illusions hatte schon mal rausgehauen. Blende ich euch jetzt einfach mal ein. Sah gar nicht so verkehrt aus, dieses Mediabook. Aber das wird ja jetzt zu Preisen gehandelt. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Das ist ja sowas von utopisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist es mir definitiv nicht wert. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal das Teil hier auf. Ich hatte es jetzt bei Amazon bestellt. Ja, Amazon. Braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Amazon ist ein Fall für sich. Muss man klar sagen. So, Cover finde ich auf jeden Fall recht gut.
Ja, das ist auch schon mal ein Pluspunkt. DJ-Card ist nicht dran geklebt oder sonst irgendwas, finde ich schon mal richtig klasse. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück jetzt einfach mal aus der Nahaufnahme mal an. Bis gleich. Ja, und da sind wir jetzt in der Nahaufnahme, um uns dieses Mediabook mal aus der Nähe anzuschauen. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, also das Covermotiv, das kann sich wirklich durchaus sehen lassen. Es sieht richtig, richtig stark aus mit der Maske. Und dann sieht man halt dann hier noch so ein paar vereinzelte Charaktere hier unten. So hier halt den jungen Michael Myers hier in der Ecke. Finde ich richtig klasse. Das müsste hier Laurie Strode sein. Ja, die Darstellerin von die Laurie Strode hier verkörpert. Richtig klasse gemacht. Also kann sich wirklich sehen lassen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal halt mit der J-Card an. Was ich hier auch lobenswert erwähnen muss, wenn man halt hier so die J-Card so drumherum hat, ergibt das dann trotzdem noch so ein Komplettbild. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig klasse. Gefällt mir gut. Und dann kommen wir jetzt halt mal hier so zur Rückseite. Hier halt dann die Inhaltsangabe zum Film. Uppala, so, ja. Jetzt könnt ihr mal kurz Pause drücken, euch mal durchlesen. Und dann halt hier noch so den Michael Myers hier hinten mit drauf. Einiges an Bonusmaterial. Dann hier Cast, Crew, die technischen Daten. Und dann hier noch so ein paar Credits. Ja, kann sich sehen lassen, ist vollkommen in Ordnung. So, wir vergleichen jetzt mal was, weil es ist ja halt ein kleines und wir kennen ja natürlich alle die kleinen von Koch Media. Ich habe jetzt einfach mal das jetzt hier von Stephen Kings Werwolf von Tucker Mills mir rausgesucht. Habe ich auch ein Unboxing dazu gemacht, könnt ihr euch mal reinziehen. So, und wir vergleichen jetzt mal, wir legen mal hier daneben. Was fällt uns auf? Und ja, es ist krass, das von Leonine ist wirklich noch ein kleines Stückchen kleiner als die von Koch Media. Also das ist wirklich auch schon krass. Ich meine, gut, ich mag die kleinen, mich stören die jetzt nicht so extremst krass. Das auf jeden Fall schon mal vorweg. So, können wir uns hier auch zusammen mal so den Spine hier reinziehen. Da sieht man das auch sehr, sehr gut. Das ist halt hier wirklich. Hier das Halloween Mediabook wirklich noch mal ein ganz kleines Stückchen kleiner ist. Also das ist schon echt krass. Da kann ich wirklich die Verärgerung von manchen Fans wirklich verstehen. Aber was ich festgestellt habe, ich nehme jetzt einfach mal das Steelbook, was ich als letztes vorgestellt habe, legen das mal so nahe zu dem Mediabook und ja, viel fehlt nicht mehr. Also es kommt schon die Größe an den Steelbook ran. Ne? Also ja, es ist ein ganz kleines Stückchen größer als ein Steelbook, aber es kommt schon an die Größe von einem Steelbook ran, muss man mal so klar sagen. Ne? Ja, gut, man kann es mögen, man kann es aber auch nicht mögen. So, und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal das Innere an. Und hier lächeln uns die Disc an. Und die hier hängt hier wirklich, die hängt hier wirklich übelst lose drin. Also übelst. Deswegen hatte das auch so geklappert. So, hier halt die Blu-ray vom Director's Cut. Sehr schön. Und halt hier die Blu-ray von der ungekürzten Kinofassung. Ja, das gleiche Motiv kann man machen. Man hätte auch unterschiedliche Motive wählen können. Und dann haben wir hier halt die DVD mit den ganzen Bonusmaterial, wieder das gleiche Motiv. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man unterschiedliche Motive gewählt hätte. Aber das ist halt auch wieder Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. So, schauen wir uns mal halt hier so den Innendruck an. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil gemacht, ganz ehrlich. Das ergibt hier ein Komplettbild. Wir sehen hier komplett. Ja, ich versuche mal das Booklet so komplett so zusammenzuhalten. Ja, da sieht man hier so in der Mitte Michael Myers, im Hintergrund die Maske. Richtig, richtig stark, finde ich schön gemacht. Und auch vom Druck her ist es jetzt nicht unscharf. Es ist vollkommen in Ordnung. So, ich werde jetzt erstmal die Disc wieder einlegen. Moment. So, halt ungekürzte Kinofassung. Da wieder rein.
Und halt hier der Director's Cut. Oh, scheiße. Entschuldigung, habe ich gerade nicht gesagt. So, jetzt. Also die hängt hier halt so ein bisschen wackelig drinne, aber ist jetzt nicht so, dass sie rausfallen kann. So, kommen wir jetzt mal zum Booklet. Wie ich sehe, ja, es ist getackert und reingeklebt. Ja, kann man machen. Schönheit ist gefunden, wenn man es jetzt so reingenäht hätte. Aber auch wieder meckern auf hohem Niveau. So, kommen wir jetzt mal zum Booklet selbst. Die Entstehung. Gut Bildmaterial. Ordentlich Text. Und was mir jetzt hier auffällt, also wirklich hier das Papier, das ist wirklich relativ dick. Also es ist wirklich sehr dick gemacht. Also da kann ich jetzt hier wirklich nichts Negatives finden. Sehr schön von der Gestaltung. Hier geht man sogar auf den Dreh ein. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, es zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schön. Und dann halt hier so ein Komplettbild. Ja, das kann sich durchaus sehen lassen. Wow, bin ich echt positiv überrascht. Also vom Bild her. Also vom Bildmaterial jetzt, vom Booklet her. Hinter der Maske. Ja. Also die Bilder, die sind wirklich gestochen scharf. Muss man klar sagen. Ne? Also finde ich richtig gut. Richtig klasse gemacht. Also da gibt's nichts auszusetzen. So, das war das Mediabook. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Und da gebe ich nochmal ein ganz kleines Feedback ab meinerseits. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde und Filmfreaks da draußen, das war das Mediabook von Rob Zombies Halloween von Leonine. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von diesem Mediabook, allein von der Gestaltung her, also ganz ehrlich. Ja, so wie es jetzt rein verarbeitet wurde, da hätte man jetzt noch einiges rausholen können. Muss aber ganz ehrlich sagen, für 27,99, das ist das, was ich bezahlt habe. Ich habe es ja bei Amazon bestellt. Und ja, das habe ich eben vergessen, aber ich gehe noch mal kurz darauf ein. Ich habe hier eine leichte Beschädigung. Ja. Hier unten einen leichten Knicks, aber darauf, das ist jetzt für mich definitiv nicht so schlimm. Mir geht es jetzt in erster Linie wirklich um den Film, weil ich ihn halt noch mal sichten möchte. So. Ich kann jetzt wirklich nur sagen, okay, es ist ein kleines, mich stören sie nicht. Ich habe damit halt kein Problem. So, aber für diejenigen, die jetzt halt natürlich damit ein Problem haben, rate ich ab. Ich rate davon dann wirklich ab. Wenn ihr damit nicht klarkommt mit dieser Größe, dann lasst es wirklich sein. Dann kann ich hier keine Kaufempfehlung für diejenigen aussprechen. Für diejenigen, die sagen, okay, geht's genauso wie ich. Mich stört es nicht, dieses kleine Mediabook. Ich finde die in Ordnung. Und ihr habt ja jetzt auch selber gesehen, vollkommen legitim, sehr gut verarbeitet. Bin auch mal richtig auf den Text gespannt, wenn ich es gelesen habe. Also da bin ich auch mal gespannt. Und aber so allgemein, so von der Verarbeitung her, ja gut, es hat hier ein bisschen Spielraum. Ne? Ja. Aber im Groben und Ganzen ist es ein gut gelungenes Mediabook. Preis-Leistung passt da auf jeden Fall. Ich finde es soweit in Ordnung. Kann ich halt nicht sagen. Klar, gibt natürlich definitiv bessere. So, schreibt mir ruhig mal eure Meinung zu dem Mediabook einfach mal in die Kommentare. Auch mal, wie ihr den Film findet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er gefällt mir jetzt definitiv besser als wie vor ein paar Jahren, wo ich ihn das letzte Mal geguckt habe. Da hat er mir halt nicht so gut gefallen. Ich denke mal, wird sich jetzt vielleicht ändern, hoffe ich natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich alle gesund und munter wieder. Macht's gut, bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.